Leider gibt es ihn bis jetzt nur als 2,3 Liter Turbomotor. Die Vierzylinder passen aber gut zur sportlichen Erscheinung. Bei 1,8 Tonnen Leergewicht braucht es doch einiges an Leistung, dass man hinter dem Lenkrad nicht einschläft. Doch spätestens ab 3000 Touren sollte man dann wieder aufwachen. Von den enormen Antriebskräften von 380 Newtonmeter ist an der Lenkung nicht viel zu spüren. Allerdings hat der Allrad kein Problem, die Kraft auf den Boden zu bringen. Im Gegensatz zu den USA gibt es ihn bei uns nur als manuelles Sechsganggetriebe. Und das ist aber sehr straff abgestimmt. Das macht ziemlich Spass und verleiht auch ein sportliches Gefühl. Was aber ein Minuspunkt ist, ist, dass er sehr durstig ist und das würde eigentlich für einen Dieselmotor sprechen. Aber leider gibt es den erst Ende 2008. Der Mazda CX-7 ist zwar ein Offroader, aber ins Gelände kann man damit nicht wirklich. Und darum ist meiner Meinung nach hier Schluss. Den Mazda CX-7 2,3T Sport SR gibt es ab 48.100 Franken. Unser Testauto kostet inklusive Zubehör 52.205 Franken. Es hat 2.261 Kubikzentimeter Hubraum, 4 Zylinder und leistet 260 PS. Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde in 8 Sekunden. Gesamtverbrauch nach Werk 10,2 Liter auf 100 km. Energieeffizienz Kategorie F. Der Autoversicherungsvergleich von comparis.ch zeigt, dass die Haftpflicht und Vollkaskoprämien für einen 40-jährigen Lenker zwischen 1.460 und 2.270 Franken pro Jahr liegen. Der Unterschied zwischen der teuersten und der günstigsten Versicherung beträgt also 710 Franken. Wie er sich fahren lässt, das haben wir ja jetzt gesehen. Doch ich möchte gerne noch etwas mehr wissen, was er so drauf hat. Geländewagen gibt es ja mittlerweile in allen Grössen und Preiskategorien. Mazda ist mit der Präsentation des CX-7 recht spät auf den Markt gekommen. Doch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis macht das Leben der Konkurrenz etwas schwer. Das Basismodell gibt es schon ab 43.000 Franken und unsere Sportversion ist natürlich ein bisschen teurer. An der bulligen Front und der kantigen Motorhaube sieht man, dass Mazda sehr viel Wert auf Sportlichkeit gelegt hat. Er ist 4,68 Meter lang und wenn man ihn von der Seite so anschaut, also ganz ehrlich, ich habe vorhin gemeint, ich hätte eine Bühne gemacht, aber da hat sich ein Designer sehr viel überlegt, bin ich ganz sicher. Und er sieht auch ganz frech und pfiffig aus, hat aber den Nachteil, beim Rückwärtsfahren hat man einen schlechten Überblick. Aber wahrscheinlich haben sie wegen dem eine Parkhilfe drin, das ist ja wieder toll. Das Heck ist zwar nicht gerade spektakulär, aber es passt zum Gesamtdesign. Wie ihr seht, habe ich hier ein lauschiges Plätzchen gefunden. Bei 5 Passagieren an Bord hat man 450 Liter Platz. Das ist schon ganz viel für Kinderwagen, Sportgeräte, Koffertaschen und was ihr sonst noch so alles wollt. Aber etwas Sensationelles an diesem Auto finde ich die zwei Knöpfe. 1, 2, 3, check. Und man hat über 1300 Liter Platz. Apropos Sitze, schauen wir die Sachen mal ein bisschen genauer an. Und da sieht man auf den ersten Blick, mein Lieblingsdesigner hat sich wieder dürfen austoben. Den Krokostreifen finde ich ein bisschen unpassend. Sitzen tut man sehr bequem, allerdings ist der Seite halt nicht optimal. Das Positive ist aber, man sitzt sehr hoch, hat einen guten Überblick und fühlt sich dadurch sehr sicher. Das Cockpit ist solid und schön verarbeitet. Das Einzige, was etwas billig wirkt, ist der Pseudo-Klavierlack. Was mir sehr gut gefällt, ist der Schlüssel im Kreditkartenformat. Da verstand ich allerdings dann wieder nicht, warum man das an drei Schalter macht und keinen sportlichen Startknopf. Zurück zu unserem Testauto Mazda CX-7. Mazda hat schon vor einigen Jahren sich die Sportlichkeit auf die Fahne geschrieben und hat damit junge Kundschaft prompt angezogen. Spätestens seit dem Kultauto im MX-5 weiss man, dass Mazda eine Ahnung von Fahrspass hat. Der CX-7 macht mir speziell in engen Kurven Spass. Nickbewegungen und Seitenneigungen sind sehr gering und das liegt an der stabilen Achskonstruktion wie auch an den straffen Dämpfern.
Die Lenkung ist sehr direkt, gibt ein sportliches Fahrgefühl. Und die Bremsen haben genug Biss, um die 1,8 Tonnen abzubremsen. Verglichen mit seiner direkten Konkurrenz ist der Mazda CX-7 sportlicher und dynamischer. Der Gesamteindruck stimmt, das Platzangebot, die Leistung und der Preis. Alles in allem ist das super. Was nicht so schön ist, ist, dass es noch keinen Dieselmotor gibt und der Seitenhalt der Sitz könnte besser sein. Ansonsten ein tolles Auto.